Unser Lieblingsspiel, FIFA 22. Bestes Spiel der Welt, fehlerfrei, bugfrei, hört auf die Community. Wir schauen heute mal, was so das Gegenteil zu tun hat. Bugs, die ausnahmsweise mal passieren. Es ist ja bei FIFA 22 doch schon sehr, sehr selten, dass wir Bugs oder Fehler vom Spiel sehen. Ich bin mal gespannt, was heute auf uns zukommt. Ich bin wirklich gespannt. Wir schauen uns ein Video an, welches ich nicht selbst gemacht habe. Der Ersteller vom Video ist in der Beschreibung verlinkt. Lasst gerne ein bisschen Liebe da, Freunde. Und wenn wir das nochmal machen sollen, uns FIFA 22 Fails anschauen sollen, dann lasst auf dem Video ein Like da. Ich freue mich über jedes neue Abo auf dem Kanal. Es ist kostenlos. Und dann legen wir los. FIFA 22 Fails Funny Moments 7. Wir fangen mit 7 an, weil es das Neueste ist. Ich habe noch keins auf dem Kanal gesehen, aber es gibt mehrere. Lehnt euch zurück. Entspannt euch einfach nur und... Das ist genau das, was mich glücklich macht. Weil das, die Weekend League zu spielen, Freunde, macht mich nicht glücklich. Wir schauen es an. Let's go. Ja, Baby! Das ist der wie bei GTA, der T-Dix. Auseinander! Oh mein Gott, ich liebe es. Ich liebe das Video absolut jetzt schon. Und ihr wisst, dass mich sowas einfach so glücklich macht. Sagt mir wieder nicht, hör auf so fake zu lachen, Mann. Ich höre das so oft von euch, Freunde. Oder wenn auch irgendwelche Leute kommen, die mich nicht kennen, dass meine Lache fake ist. Es tut mir leid, dass ich so lache. Aber ich enjoy das wirklich sehr, Freunde. Oh mein Gott. Und ich wollte gerade sagen, das, was vorher passiert ist, habe ich an und dass der Spieler läuft und in der Zeitmatrix hängt. Er tritt noch respektlos auf ihn drauf, Digga. Steh auf, du Sohn. This year's FIFA Community is not so toxic. Ui. Game over. Why? Why? Why, oh? Well, that's just a wonderful. 60 Euro. What the freak? Er ist einfach vom Teufel besessen, Digga. Und ins eigene Tor. Digga, was? Ibrahimovic! Gotta love the game. Kein Abseits? Er pfeift ab. Er gibt Elfmeter. Er gibt Elfmeter. Freistoß für den Torwart! The biggest animation refresh in FIFA history. Oh, I love this game. Ey, Freunde, spielt ihr dieses Jahr viel Pro Club? Ich hab's noch nicht einmal angerührt. Ich hätte gern wieder ein paar Jungs, mit denen ich das Pro Club zusammen suchten kann. Jeden Abend, wie früher. Erinnert euch an die Zeiten zurück.
PS3, wir waren immer zusammen, haben Pro Club gespielt. Du hast immer noch, als eine Unterbrechung war, die Gegner hören können. Immer wenn du ein Tor geschossen hast, hast du immer gesagt, hey, son of a bitch, Hurensohn, 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 Wichser, Wichser, Wichser. Ich hab's geliebt, es war meine Lieblingszeit in FIFA damals. Shoot it from there, you would. His understanding of how to find space. Oh, I can't do it. I can't get there. Was ist das für ein Kreis? Fuck! Shadi Abu Hashash. Bismillah. Ich frag mich eigentlich, wo bleibt oder warum gibt es keinen Kanal, der Highlights von FIFA-YouTubern und Streamern hochlädt? So die lustigsten Sachen in einem Video. Livestream-Fails, Ausraster und sowas. Jetzt nicht Packs, das wollen ja die meisten nicht, kann man auch verstehen, aber so andere lustige Sachen. Warum gibt es sowas nicht? And now they get the ball rolling. Whoa, 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 what? Ach, juckt ihn nicht, Digga. Es interessiert aber auch Rice einfach nicht. Boah, das ist aber eine geile Quali, Digga. Geile Auflösung. Jetzt ganz ehrlich. 60 Euro. Jedes Jahr aufs Neue. Dafür, dass es immer... immer verbuggt und scheiße ist. Der Moment, wenn man auswärts vor Champions spielt, Digga, und der Typ hat pinke Linien, rosane Tornetze und brutale Schatten. Ich chill mit dem Bres. Yippie! Fire! Fire! You shut up when I'm talking to you! Ich könnte mal anfangen, meine Clips aus den Streams da einzuschicken. Ich könnte es wirklich mal machen. Die würden sogar ins Video kommen. Kann ich mal kurz zurückspulen? Können wir mal uns nochmal... War das gerade in einem richtig ekliger, brutaler Schurz? Okay. Nope. Bruh. Und es hilft, es rettet keiner. Es rettet keiner. Es ist unglaublich. Es kannst du keinem erzählen, Digga. Das gibt nicht mal Geld, das ist schon eine Überraschung. Ich verrass, liebe Schrustus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, Freunde. Ich freue mich über jeden Like. Vielleicht macht mal jemand von euch einen Channel da draußen mit den besten FIFA-Fails, Rages, sonst was von deutschen YouTubern und Streamern. Würde mich mal interessieren. Schickt mir gerne auch auf Instagram eure FIFA-Fails zu. Ich habe eigentlich die Serie auf Insta am Laufen. FIFA ist broke. Mit den Highlights drin, ne? Hab's aber dieses Jahr nicht ganz so verfolgt, weil mir, ehrlich gesagt, nicht so viel zugeschickt wurde. Ich finde aber, dieses Jahr ist das Spiel immer noch sehr verbuggt und es hat eine andere Art von Fehlern und Bugs als die letzten Jahre. Die wir jetzt im Video gesehen haben, habe ich selbst dieses Jahr so eigentlich fast noch gar nicht erlebt, wie mit Hochfliegen und sonst was. Es gibt einfach viele ganz, ganz andere nervige Bugs, finde ich, wie das Spieler nichts machen, dass sie den Trick nicht ausführen und hast du nicht gesehen, pipapo. Es gibt so viele Videos, habe ich gerade gesehen, von FIFA Fails, wenn wir das nochmal uns angucken sollen, Freunde. Daumen nach oben da lassen, sehr gerne. Ich bin raus für heute, Freunde. Und ja, ich sag noch ein Wort. Haut rein.